Also ich bin mega dankbar, dass ich den Kurs machen habe dürfen. Und Meren hat mir eigentlich geholfen, dass ich mal mit dem Material umgehe, dass ich diese Würstlerei nicht habe, dass es nicht am Boden liegt, dass ich mir nicht einsteige. Alexander hat mir sehr weitergeholfen, an mir selbst und meiner Körperhaltung zu arbeiten. Sehr viel Neues, was oder Praktisches, sagen wir mal so, was man wirklich super anwenden kann. Dass ich weiß, wie ich die Gerte halte, wenn ich jetzt die Ausbinde rein tue und so Sachen. Also das ist wirklich cool und ich freue mich, jetzt traue ich mich auch wirklich launchieren daheim. Also ich sage, ich probiere was, schauen wir mal, wie weit geht. Ich traue mich jetzt sicher mehr ausprobieren. Ich habe viel Neues erfahren, auch wie ich meinem Pferd speziell in seinen bestimmten Problemen helfen kann und daran arbeiten kann. Und auch mit den Ausbinder. Also ich bin einmal komplett weggekommen von den Ausbinder, war eigentlich eher ein bisschen distanziert, weil das ist ja ein Foltergerät, wenn man es halt nicht auskennt. Und darum habe ich dann gesagt, nein, ich nehme es nicht. Und jetzt bin ich aber sehr positiv gestimmt darüber und da werde ich noch voll super angenommen. Und darum möchte ich das auch weiter behalten, auch zum Lockern, weil der Wellington da einer ist mit dem Kopf hoch und eher Spannung im Rücken. Was einem die Sache erleichtert, dass man nicht immer irgendein Wirrwarr in der Hand hat. Und es war das Ganze eigentlich ein super Erlebnis, was man mit dem Ganzen machen kann. Habe ich auch ganz speziell besonders gefunden. Auch voll angenehm, dass wir zu fünft oder zu sechst in der Gruppe waren. Das war voll eine angenehme Größe, um einfach Dinge zu beobachten, aber auch genügend selber ausprobieren zu können. Speziell sich dein Hafling entwickelt. Genau, das war total, weil ich am Anfang wirklich den Kopf hoch und wirklich ein paar Probleme im Rücken gehabt. Und das hast du jetzt wirklich gekannt. Jede Runde mehr, ich habe wirklich den Kopf wieder angeschnappt und war total lässig. Also war interessant zu beobachten. Und die Dankbarkeit vom Pferd, das war richtig schön. Dass ich mir mehr zutrauen muss. Darf. Der Blick wird sehr geschult, dass man erkennt, wann braucht das Pferd mehr Energie, wann muss man selber ein bisschen ruhiger werden, damit die ganze Sache funktioniert. Ja, ja. Ja, jetzt mal mehr Zeit geben. Wirklich gelockert hat, das hat mir voll getaugt. Und auch die Variationen wie Körpersprache, Energie, ein bisschen zurück, zweit fuhren, das war wirklich voll cool. Also das bin ich wirklich voll dankbar und mich hat wirklich weiter tun. Also was ich auch sehr interessant gefunden habe und was mich sehr beeindruckt hat, war zu sehen, und zwar wirklich schön zu sehen, in welch kurzer Zeit man Pferde verbessern kann und auch schon eine Änderung im Bewegungsmuster auslösen kann durch gezieltes Training. Das war wirklich toll. Weil ich da am Sattel dann unsicher bin, passt das, und am Boden, da traue ich mich jetzt da und das ist richtig, richtig schön. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, war wirklich ganz ein toller Kurs. Und ich würde gern wieder sowas machen. Ja. Danke.